meine Lieben, heute habe ich für euch ein Haartutorial vorbereitet und es geht um diese Frisur. Es ist ein ganz normaler Pferdeschwanz mit etwas toupierten Haaren oben. Das ist eine super Frisur eigentlich für überall. Also wenn ihr euren Pferdeschwanz einfach ein klein bisschen aufpeppen wollt, dann nehmt einen kleinen Toupierkamm, ein bisschen Haarspray und dann... Wenn ihr wissen wollt, wie man diesen Haarstyle macht, dann bleibt einfach dran. So, zuerst ist es wichtig, dass ihr eure Haare gut durchgekämmt habt. Ich habe jetzt meine Haare frisch gewaschen. Das ist eigentlich nicht optimal, aber das geht trotzdem. Wenn ihr eure Haare so ein bis zwei Tage nicht wascht, dann haben die perfekte Struktur, um so einen Zopf zu machen. Ich muss jetzt halt ein bisschen rumprobieren, damit alles hält, weil jetzt sind sie halt sehr weich und dann fallen sie halt einfach wie Butter runter oder so. Auf jeden Fall braucht ihr so einen normalen Toupierkamm, einen Stielkamm. Muss nicht unbedingt einen Stiel haben, wenn ihr damit besser arbeiten könnt, um was abzutrennen. Dann, also nicht eure Körperteile, sondern eure Haare. Auf jeden Fall. Und ja, ein bisschen Haarspray. Ich nehme jetzt hier von Got2Be das Too Sexy Big Volume Push-Up Haarspray. Ich liebe dieses Haarspray, ich finde das super. Und ja, deswegen fangen wir mal an. Ich werde jetzt meine Haare erstmal alle nach hinten machen. So, damit die erstmal in Position sind. Und dann werde ich es jetzt so abtrennen mit meinen Fingern, quasi diese Stelle, die ich toupieren werde, da wo ich mein Volumen haben möchte. Ich würde halt gerne die Seiten relativ sleek zurück haben und dann dafür aber die Mitte oben schön nach oben. Deswegen werde ich jetzt ungefähr hier, ne, an meinen Haaransätzen nach hinten gehen und dann, wenn ich hinten angekommen bin, einfach das obere Deckhaar abtrennen. Das ist jetzt dieses Stück hier. Von hinten sieht das so aus. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber das habe ich jetzt alles abgetrennt. So. Und diese Haare, die möchte ich jetzt toupieren. Jetzt kämme ich alles nach oben, damit ich auch wirklich keine Knoten habe. Bringe alles nach vorne. So, kämme alles schön nach vorne. Und habe jetzt erstmal... Schön. Jetzt nehme ich mir von hier hinten ein kleines Stück Haare. Trenne das ab, kämme das nach oben und toupiere die Haare von Ansatz an. Nehme etwas Haarspray, sprühe das drauf und lege die Haare nach hinten. Das mache ich jetzt mit den gesamten restlichen Haaren. Vorne angekommen, nehme ich jetzt die gesamten Haare und ich toupiere die jetzt nicht nach hinten, sondern auch nach vorne, ja? Also ich nehme die und toupiere die jetzt, während ich die Haare nach vorne ziehe. Spray sie mit Haarspray fest. So. Und lege sie nach hinten. So, das sieht jetzt erstmal sehr komisch aus. Jetzt nehmen wir wieder unseren Kamm und mit dem Stiel quasi werde ich jetzt alles so ein bisschen nach vorne rücken. Pushen, dass das alles ab hier vorne quasi schon anfängt, Volumen zu bekommen und nicht erst ab hier hinten. Deswegen wollen wir das ja schön nach vorne drücken. Und dann werde ich vorsichtig die anderen Haare nach hinten kämmen. So. So, die Haare sind jetzt toupiert und etwas nach hinten gekämmt. Und etwas nach hinten gekämmt. Jetzt nehmt ihr zwei Bobbypins oder drei oder vier, je nachdem wie viele ihr braucht und je nachdem wie dick eure Haare sind. Ich lege mir jetzt hier einfach ein paar zurecht. Man weiß nie, wie viele man davon braucht. So eine ganz normalen Haarklammern. Und jetzt will ich, dass das Volumen die ganze Zeit hält. Wenn ich jetzt einen Zopf mache und quasi das Volumen noch drin haben will, kann es sein, dass es über den Tag so ein bisschen runterfällt oder so. Und man das halt etwas unkontrollierter beim Zopf machen kann. Deswegen werde ich jetzt quasi diesen Turm, ich nenne es mal den Turm, der jetzt oben auf den Kopf sein soll. Dieses Volumen werde ich jetzt hinten fixieren. Ich gehe jetzt quasi hier oberhalb meiner Augenbrauen so an der Schläfe entlang und ziehe jetzt so meine Finger durch und bin jetzt dann, habe jetzt dieses Stück Haare in der Hand. Ja? So. Jetzt gehe ich mit meinen Fingern durch. Vorsichtig, weil ich mein Volumen nicht kaputt mache. Und versuche sie so gleichmäßig es geht nach hinten zu bringen, die Haare. Dann könnt ihr nochmal euren Kamm nehmen und versuchen vorsichtig es geht, einfach nur die oberen Haare glatt zu kämmen. So.
Und jetzt habt ihr halt Kontrolle von hinten. So, ich zeige euch das mal. Von hinten diese Haare, die wir jetzt hier genommen haben, das obere Haar, fest zu pinnen, damit einfach die Haare die ganze Zeit oben in diesem, mit diesem Turm fixiert sind, ja? Das machen wir jetzt. Dann nehmt ihr jetzt einfach einen Bobbypin und fixiert die Haare hinten. Jetzt einfach hier lang und fixiere die Haare jetzt hier. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Und halt so viele Bobbypins, wie ihr dann dafür braucht. So. Es hält schon mal, jetzt kann ich einfach noch vorsichtshalber zwei weitere anpinnen, damit es auch wirklich hält. So. So, ich habe das jetzt hinten so fixiert. Das sieht jetzt so aus. Hier sind die ganzen Klammern. Und jetzt seht ihr, das Volumen ist jetzt da, aber es ist so ein bisschen schief. Jetzt könnt ihr einfach mit den Finger ein klein wenig alles nach oben pushen. Ja, es ist alles in der Klammer drin, es passiert nichts, es fällt nichts raus, so dass es gleichmäßig verteilt ist. So, nachdem ihr das gemacht habt, nehmt ihr wieder Haarspray und fixiert eure Haare. Natürlich könnt ihr die Haare jetzt auch so lassen. Ihr müsst keinen Zopf machen, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel Locken macht oder auch die Haare jetzt ganz glatt habt, so wie ich, könnt ihr die Haare jetzt auch so lassen. Das sieht auch schön aus. Ich mache jetzt aber einen Zopf. Wo ist mein Haargummi da? Und jetzt nehme ich die unteren Haare. Ich zeige euch das mal von der Seite. Ich nehme jetzt die unteren Haare. So. Und mache hier alles an der Seite ordentlich. Und nehme die jetzt bis nach oben hin, wo ich die Haarklammer gesetzt habe, ja? Bis dahin kommen jetzt meine Haare. So. Dann mache ich einen Zopf. So. Es ist jetzt auf der Höhe der Haarklammern. Und jetzt ziehe ich den Zopf fest. Und beim Ziehen drücke ich ihn immer so nach oben. Ja, ist immer. Der Sinn ist immer, Volumen wieder in die Haare zu bringen und immer nach oben drücken. So, wenn ihr das gemacht habt und ihr seht jetzt zum Beispiel in der Seite hier, dass so eine kleine Stelle einfach rausguckt, nehmt einfach einen Bobbypin. Wenn ihr blonde Haare habt, nehmt helle Bobbypins. Bei meinen fast schwarzen Haaren nehme ich jetzt einfach schwarze Bobbypins und fixiere einfach diese Haare an der Seite. So, jetzt könnt ihr die Seiten mit Haarspray fixieren. Jetzt sprüht ihr einfach hier Haarspray dran, geht einfach mit der Hand drüber, dass ihr keine Härchen habt, die durch die Gegend fliegen. Ihr könnt nochmal oben Haarspray dran machen. So. Ich persönlich mag es entweder so ganz sleek nach hinten oder ich nehme mir hier diese kleinen Haare raus und lasse die einfach hier so runterhängen. Das müsst ihr nicht machen. Ich persönlich mag das einfach, wenn das so runterhängt. Ich mag auch so ein bisschen, wenn die Babyhaare so, damit das nicht zu streng aussieht, ja? So, jetzt sehen wir unseren Zopf nochmal an. Ich habe jetzt, wie gesagt, meine Haare geglättet. Jetzt sieht der Zopf sehr klein und unbedeutend aus. Den machen wir jetzt auch etwas voluminöser, weil die Frisur ja auch sehr voluminös ist. Dann nehme ich jetzt einfach meinen Stielkamm. So, und teile jetzt meinen Pferdeschwanz in zwei und quasi das, die obere Hälfte fange ich an zu tupieren, ja? Ich nehme jetzt hier und tupiere jetzt den oberen Teil. Jetzt nehme ich den unteren Teil und tupiere den auch nochmal. So, es ist nicht schlimm, wie es unten aussieht oder wie es da drüber aussieht. Alles in der Mitte ist tupiert und das obere Stück habe ich ja nicht angefasst, das sieht jetzt nicht tupiert aus. Jetzt könnt ihr einfach wieder etwas Haarspray nehmen und die Haare so ein bisschen auflockern. Einfach Haarspray drauf sprühen. Auch von der anderen Seite. So. Und schon sieht der Zopf wesentlich dicker aus als vorher. Dann könnt ihr ihn noch mal ein bisschen höher machen, wenn ihr mögt. Und dann fällt er schön gerade runter. So sieht das dann aus.
So, meine Lieben, das war schon das Haartutorial. Es ist wirklich super einfach gewesen. Zack, 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 zack. Es braucht nur ein bisschen Übung und so ein bisschen muss man halt immer rumfummeln. Ihr könnt diese Frisur auch mit sehr lockigem Haar machen. Dann habt ihr halt so einen nicht sehr sleeken Turm, sag ich mal. Sondern da sind halt so ein paar Locken drin. Das sieht auch super cool aus und so ein bisschen undone-mäßig. Und ja, wenn ihr noch mehr solche Haartutorials sehen wollt, lasst es mich wissen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Mua. Tschüss!